Also ich bin ja Anfang der 80er Jahre erst gekommen. Also dieser kalte Krieg war nicht mehr ganz so kalt, um das mal so zu sagen. Es war mit Sicherheit ganz anders in den 60er Jahren oder noch vorher oder sogar 70er Jahre. Aber da hat sich ja alles schon ein bisschen aufgelockert, beziehungsweise hat dann alles eine richtig gute Form angenommen. Und es gab ja unheimlich viele Kontakte zwischen Bezirken. Die Franzosen hatten zwei Regimenter. Da war einmal das 11. Jägerregiment und einmal das 46. Infanterie. Regiment. Jedes Regiment hatte eine Partnerschaft gehabt mit dem Bezirk, also die Infanteristen mit Wedding und die Jäger mit Reinickendorf. Und da hat man zusammen viele Aktionen gemacht. Also die Regimente haben unterstützt in den Bezirken. Das Deutsch-Französische Volksfest ist jetzt von allen Franzosen gewesen, aber es gab auch diese Bal Populaires anlässlich des Nationalfeiertags. Der Bal Populaire, was ja in Frankreich heute auch noch gang und gäbe ist, wurde damals auf dem Dorfplatz in einer Dorfaue in Wittenau, was Reinickendorf betrifft, oder vor dem Rathaus Wedding im Wedding, wurde da der französische Nationalfeiertag wie in Frankreich gefeiert. Es gab zu diesem Anlass gab es zum Beispiel ein Radrennen auf der Müllerstraße, die Müllerstraße wurde abgesperrt und da gab es ein Radrennen, weil Franzosen Tour de France, also musste man da auch ein Radrennen mit organisieren und, und. Und das Deutsch-Französische Volksfest, das hat sowieso dann sehr geprägt. Sind dann auch Aktionen, also es ist ja nicht nur dieses französische Dorf gewesen, wo da sich eine französische Region präsentiert hat, zusammen mit dem Schaustellerverband, die da die schönsten Fachgeschäfte aufgestellt hat. Es war ja auch noch so, dass da auch Aktionen stattfanden. Zum Beispiel gab es den Tag der behinderten Kinder. Da sind bis 5000 Kinder eingeladen worden aus Einrichtungen Wedding Reinickendorf, einen Tag auf dem Deutsch-Französischen Volksfest zu verbringen. Und das sind alle schöne Sachen.